Heute Morgen, Bodo und ich, wir sind wieder hier am Strand. Da ist auch ein Mann mit seinem kleinen Schäferhund. Und es ist noch keine Elbe. Also es ist vormittags, morgens. Die See ist ruhig, sonnig. Ist bloß ein bisschen viel Lärm. Weil da drüben hier der Wassertanker, da sind die beiden mit Schlauch. Da ist ja so ein Tunnel. Und die reinigen den Tunnel im Augenblick. Ne? Wird ausgespült. Hier wird Wasser gereinigt alles. Ja, so eine Sachen machen sie eben im Winter. Und der macht das besonders viel Lärm. Aber wenn man unten am Strand ist, dann hört man auch alles nicht. Da ist die Beachbar hier von dem blauen Cognac Tower. Ja, und nee. Oder? Ja. Und da ist die Beachbar vom gelben Cognac Tower. Da wo der hier kleine Wellensittich war, der da hier frei rumflog. Und nicht weggeflogen ist. Ja, das ist doch irgendwie schön. Ah, da wo die Steine weggehauen sind, man sieht es hier bei dem Becken. Nee, das ist richtig ganz klar, das Seewasser, ganz klar. Da hinten sind sie noch am Arbeiten, liegen auch Steine und sowas. Ah, oh, das wird schon. Ah, da drüben der Burgberg. Ne? Und finde ich immer wieder schön, wenn man das so sieht. Und jetzt hier diesen Blick hier so aufs Wasser, aufs Meer. Ist noch alles ein bisschen dunstig. Aber zwei Stunden weiter, wenn die Sonne höher steht, dann hier ist der Dunst weg. Und es ist jetzt schon in der Sonne richtig schön warm. Macht schon Spaß, in der Sonne auch im Winter. Jetzt, wir haben heute Montag. Das ist der 5. Januar. Ne? Und dann so herrliches Wetter. Wir kriegen heute wohl so 22 Grad im Schatten. Ne? Dann hast man eine Sonne bestimmt 25, 26 Grad. Oh, herrlich. Ne, Bodo, was sagst du dazu? Ja, ne? Da auf der Seebrücke, da sind die, oder Badebrücke ist es ja mehr, ne? Da sind ein paar Angler. Ne? Aber ansonsten menschenleer der Strand. Ne? Obwohl es heute wieder so ein Wetter ist, wo man sich sonnen könnte. Ne? Naja, baden, verhartgesottene, ja, die können baden gehen. Also das Mittelmeer hat hier bestimmt so eine 16, 18 Grad bestimmt. Ne? Aber für die Wärmeverwöhnten, nee, da geht ja keiner rein. Nee, macht keiner. Naja, wir hatten ja nun mal hier 3 Tage Ausgangssperre, ne? Jetzt ist nur nachts Ausgangssperre und am Tage können wir wieder normal rausgehen. Hier außer eben die Älteren und die Jungen, ne? Aber die sehen das alles gelassen. Hier, und es wird, der Umgang hier mit dem allen, mit den ganzen Dingen ist auch gelassen und man übertreibt nicht in der Richtung oder auch nicht in der Richtung. Ne? Das ist alles ein bisschen friedlich, das ist ein vernünftiger Umgang miteinander. Ne? Ob es ja nur die Polizei ist oder ob das jetzt hier die Leute sind, die hier leben oder sich hier aufhalten. Ne? Auch das ist schon alles okay. Macht schon hier ganz gute Laune. Also ich weiß ja nicht immer, was mal dran ist. Hier bei den ganzen Meldungen hier aus Deutschland ist da viel Fake auch mal dabei. Ne? Aber trotzdem, zur Zeit möchte ich nicht in Deutschland sein. Hier ist das Wetter viel schöner. Und ihr seht ja, man kann bei schönem Wetter rausgehen, am Strand gehen und dann diese menschenleere Strände. Und diesen Autolärm, den hat man da unten nicht. Das kommt ja dadurch, dass der Strand viel tiefer liegt, ne? Und der Lärm, der geht über die Köpfe hinweg. Ne? Na, Bodo, wir gehen gleich weiter. Hier seht ihr hier so am Strandrand, ne? Hier diese Mauer, ne? Dass das die Ecke tiefer ist. Ne? Hier drüben auch. Und überall hat man dann die Treppen zum Runtergehen oder Tunnel zum Durchlaufen. Und dadurch ist es hier am Strand viel, viel ruhiger. Ne? Weil der Lärm, der geht über die Köpfe weg. Bodo und ich, wir sind jetzt hier wieder an dieser schönen Aussichtsplattform, wo man sich auch mal ein bisschen hinsetzen kann. Da kommt gerade ein Angler. Ah nee, der geht angeln. Nee, er kommt. Er geht zu seinem Moped. Er hat geangelt. Und ja, 2 Angler sitzen da noch. Ja. Und ich finde immer schön hier, dass man hier so sitzen kann und dann hier Ausschau halten.
da hinten, da sind dann die ersten Leute, die jetzt am Strand gehen, die jetzt das Wetter genießen. Naja, die kommen jetzt alle vom Frühstück, ne? Und dann wird dann hier ein bisschen spazieren gegangen, Strand genossen. Und damit man auch sieht, ne, eben, wenn ihr guckt, mein letztes Video hier vom Strand, ne? Da stand dieser Behälter, ne, dieser Plastikbehälter ja auch. Ne? Das ist ja das, was die ausliefern mit Trinkwasser, ne? So, das Wasser kostet ja nur so zwischen 10 und 12, 13 Lira, ne? Die 19 Liter. Aber der Behälter, der kostet 30 Lira Pfand, ne? War 30? Ja, ich glaube 30 Lira Pfand war das. Und er steht. Nimmt keiner weg. Klaut keiner. Und das schon über eine Woche. Bleibt schön. Weil die Leute sagen, oh, gehört irgendein und ihr einem anderen was wegnehmen. Das ist total verpönt hier. Ne? Also von der Warte her, bloß bei einigen, so wie beim Häuserkauf, muss man ein klein bisschen aufpassen wegen den hier überzogenen Preisen. Ne? Vor allem Fragen Handel, da haben sie ein bisschen andere Ansichten. Dem Bodo ist schon wieder fast zu warm. Der legt sich jetzt hier unter, hier im Schatten. Ne? Ich genieße das immer so ein bisschen, hier zu sitzen. Ne? Das ist immer schön, wenn man dann so eine Weile gelaufen ist und dann hier wieder ein bisschen sitzen, ein bisschen Pause machen. Alles okay. Naja. Aber wenn man immer regelmäßig rausgeht, ne, und dreimal am Tag gehe ich ja mindestens raus mit Bodo, dann passt das schon. Ne? Ja, die ersten Spaziergänge. Ne? Oh, man sieht auch hier Ärmel hochgeschoben, Jacken ausgezogen. Es ist warm. Ne? Das sieht man auch hier an den Fußgängern. Ne? Immer mehr Leute haben die Jacken aus, Ärmel hoch oder kurzärmelig. Es ist warm. So, das war jetzt mal wieder ein kleiner Gruß für euch vom Mittelmeer hier in Alanya. Vom Strand, hätte ich euch gesagt, von der Strandpromenade. Und falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen.